Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Vortrag. Besonders begrüßen möchte ich die Mitglieder der Gastgesellschaft Swiss Engineering, Sektion Winterthur und Schaffhausen. Mein Name ist Patrick Heschle, ich bin im Vorstand der NGW. Unser Referent Peter Burgherr wird uns heute Wege zeigen, wie wir die Energieversorgung 2050 sicherstellen können. Wir legen die Vorträge jeweils ein Jahr im Voraus fest und wir hatten keine Ahnung, wie aktuell das Thema diesen Winter werden würde. Peter Burgherr arbeitet am Paul-Scherrer-Institut, dem PSI in Würenlingen und leitet dort die Technology Assessment Group, die Teil des Labors für die Analyse von Energiesystemen ist. Peter Burgherr ist studierter Biologe und hat in Umwelt-Naturwissenschaften doktoriert. Seine Forschungsinteressen sind die Risikoanalyse von Energiesystemen und die Beratung von Entscheidungsträgern. Die Forschung verbindet er mit Vorlesungen an der ETH. Und heute war er so freundlich, hierher zu kommen und uns sein Wissen zur Verfügung zu stellen. Herr Burgherr, bitte. Also auch herzlich willkommen von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung. Winterthur, das ist auch gerade in der Mitte von Schaffhausen, wo ich aufgewachsen bin, und Zürich, wo ich heute lebe. Mein Vortragstitel ist als Frage formuliert: Wie garantieren wir die Stromversorgung 2050? Ich muss Sie leider schon jetzt enttäuschen, ich werde Ihnen keine Patentlösung präsentieren, aber ich werde versuchen, ein paar Aspekte herauszupicken und etwas dazu zu sagen. Kurz zum Paul-Scherrer-Institut, das ist in Villingen im Aargau, beschaulich an der Aare. 2.500 Forscher sind dort ungefähr. Wir haben sehr viele, Wir haben sehr viele Großanlagen, wie dieser Ringbeschleuniger, dann auf der anderen Seite vom Fluss, da gibt es noch einen Linearbeschleuniger. Wir haben Krebstherapie, die sogenannte Protonentherapie. Und dann auf der Ostseite finden Sie auch die Energieforschung. Dort drüben, das ist, wo ich beheimatet bin. Es gibt zwei Abteilungen, eine ist Kernenergie und eine ist der ganze Rest. Das Labor für Energiesystemanalysen gehört zu beiden Abteilungen, weil wenn man sich mit Nachhaltigkeit befasst und nur in der einen oder anderen wäre, dann wäre es natürlich sehr einfach zu sagen, ja, die haben ja eine Vorliebe für das oder das. Und wir sollten natürlich unabhängig sein, darum haben wir im Prinzip zwei Chefs. Energieforschung, das sind heute etwa 400 Personen am PSI, also definitiv nicht mehr dominant, wie die Energieforschung zu Beginn war am Institut. In der nächsten Stunde ungefähr werde ich Sie auf eine Tour Horizon mitnehmen. Ich werde zuerst ein paar allgemeine Dinge sagen mit Hinblick auf die Energie- und Klimastrategie 2050. Dann werde ich auf das Schweizer Energiesystem zu sprechen kommen, zuerst ein bisschen mehr im Allgemeinen. Und dann habe ich drei Beispiele herausgepickt. Ich werde etwas zu sogenannten Negativemissionstechnologien sagen, etwas zu Wasserstoff und dann auch noch zu urbaner Mobilität und dann wieder quasi den Kreis schließen und wieder einen europäischen Fokus nehmen, wo es dann um die europäische Stromversorgung geht. Und das ist ja im Moment doch sehr aktuell. Und dann schließen mit einer Zusammenfassung und Ausblick. Und das ist dann quasi die Antwort auf die Frage zu Beginn. Ja, das oben links, das haben Sie sicher alle gesehen. Das ist Nord Stream 2. Das war der Angriff auf diese Pipeline, die von Russland kommt. Oben rechts auch geopolitisch induziert natürlich die Erhöhung der Gaspreise. Etwas weniger Ölpreise im Moment, die sind ja gedeckelt worden. Aber wir sehen hier, das sind zwei Bilder, die quasi die geopolitischen Entwicklungen bald des letzten Jahres charakterisieren. Aber wir haben natürlich auch andere Aspekte. Wir haben immer wieder Hitzewellen. Die letzte Sommer 2022, aber auch davor hatten wir schon zwei. Und das kann dann auch Auswirkungen haben, zum Beispiel, hier sehen Sie einen Stausee in den USA. Ich habe jetzt extra ein Bild genommen, das nicht aus der Schweiz ist.
Und das hat natürlich auch einen Einfluss. Wenn der Wasserstand so viel tiefer ist, dann können Sie mit dem Kraftwerk viel weniger produzieren. Es kann auch, wenn es in einem Fluss einen tieferen Wasserstand ist, kann das Probleme geben für ein thermisches Kraftwerk, zum Beispiel für ein Kernkraftwerk, weil Sie das zur Kühlung, das Flusswasser nutzen. Das sind alles Dinge, die auch einen Einfluss haben und die wir natürlich im Kopf behalten müssen, wenn wir über Energie sprechen. Dann, das ist etwas ganz anderes. Hybride Bedrohungen, da haben Sie vielleicht auch schon davon gehört oder darüber gelesen. Da ist ganz viel passiert, wieder auch im Zusammenhang mit den geopolitischen Entwicklungen, aber auch schon seit der Invasion in der Krim 2014. Wir haben in der Ukraine immer wieder Cyberattacken. Wir hatten auch einen Drohnenangriff auf eine Raffinerie in Saudi-Arabien und da wurde für mehrere Tage quasi 50% der Kapazität war einfach nicht mehr verfügbar. Dann letztes Jahr ein Pipeline-System in den USA, das waren Treibstoffe. Das war eigentlich ein Cyberangriff, wo man dann Geld wollte, also Erpressung. Und der Betreiber dort, der wusste aber nicht, wie seine Systeme vernetzt waren. Und obwohl das eigentlich nur das Kundensystem betroffen war, haben sie dann das ganze Pipeline-System heruntergefahren, aus Sicherheitsgründen, weil man einfach keine Ahnung hat, ob dort auch etwas passieren könnte. Die Folge, Stillstand von 6 Tagen, viele Kunden nicht beliefert, Schaden von Millionen. Dann zu Beginn des Ukraine-Krieges ein Angriff auf ein Satellitensystem. Das war natürlich auch, um die Kommunikation des ukrainischen Militärs zu stören. Hat aber auch Windkraftanlagen in Deutschland beeinträchtigt, weil die Fernüberwachung und das Monitoring vieler von diesen Offshore-Anlagen und auch Onshore läuft über solche Satellitensysteme. Das ist auch etwas, das hatte man vorher eigentlich nicht wirklich auf dem Radar. Und jetzt weiß man auf einmal, hallo, da haben wir auch noch irgendetwas, wo wir vielleicht verwundbar sind. Oder das Bild oben rechts, ich weiß nicht, wer von Ihnen das gesehen hat. Das war vor ein paar Wochen in den News. Das ist auch so, das ist wirklich Fake News oder wie wir auf gut Neudeutsch sagen, malicious influence, also bösartige Einflussnahme. Und das ist auch etwas, was gerade auf staatlicher Ebene am Zunehmen ist und die Leute dann einfach nicht mehr wissen, was sie glauben können. Oder vor ein paar Tagen im Spiegel, Schweiz erwägt Fahrverbote für E-Autos. Das sind alles Dinge, die führen zu Verunsicherung, auch wenn überhaupt nichts passiert und können auch dazu beitragen, dass es zu einer Polarisierung in der Gesellschaft kommt. Es kann demokratische Strukturen untergraben, ohne dass man irgendeinen physischen Angriff oder eine Cyberattacke machen muss. Und wiederum kann es dann auch Einfluss haben, wie Entscheidungen sich ins Energiesystem auswirken können. Also wir haben da wirklich eine sehr, sehr breite Palette. Wir brauchen eine Energiewende. Das haben wir alle auch schon gehört. Das hier auf der linken Seite, oben links, das kennen wir alle. Das Energiesystem ist auch heute noch immer dominiert von den Fossilen. Und dann haben wir Wasserkraft, Kernenergie und natürlich die Erneuerbaren, die zwar sehr stark wachsen, aber immer noch ein kleiner Teil sind, wenn wir nicht nur Strom, sondern das gesamte Energiesystem anschauen. Dann auf der rechten Seite ein paar Quellen zusammengetragen zum globalen Temperaturanstieg. Und egal, ob wir jetzt die NASA anschauen, was Japan sagt oder Berkeley, der Trend ist überall der gleiche. Und das ist natürlich nicht gut. Die Weltbevölkerung, das ist nur ein Screenshot von vor ein paar Tagen. Wir sind jetzt 8 Milliarden, Tendenz immer noch weiter steigend. Dann haben wir die Nachhaltigkeitsziele der UNO. Das sind 17. Da gibt es natürlich auch, Energie soll quasi grün sein, aber auch zu einem Preis, den die Leute zahlen können. Wir haben Klima wieder hier, Wasser, Land und so weiter, aber auch mehr soziale Ziele. Die sollen eigentlich alle bei 2030 erreicht sein. Wenn man sich aber anschaut, wie die Länder hier vorwärts kommen, dann ist eigentlich die Schlussfolgerung, dass die
entwickelten Länder relativ gut abschneiden und die Entwicklungsländer schlecht. Und das ist, und wenn man das im Hinterkopf hat, dann muss man sich fragen, misst das System so, wie es messen soll? Und ich würde sagen, nein. Und warum nein? Weil hinter diesen Zielen verbergen sich ganz viele Indikatoren, die man misst, wo ein Land dann gut oder schlecht sein kann. Und das wird dann alles miteinander aufsummiert und am Schluss bekommt jedes Land dann quasi einen Wert und darauf erstellt man dann eine Rangliste. Und so wie das aber dann im Hintergrund mathematisch abläuft, kann man quasi, wenn man irgendwo schlecht ist, kann man das kompensieren, wenn man an einem anderen Ort gut ist. Und das ist das, was wir, dem sagen wir schwache Nachhaltigkeit. Und eigentlich müsste man so etwas nach dem Konzept der starken Nachhaltigkeit machen, dass man eigentlich überall gut sein muss und nicht einen schlechten Aspekt mit einem guten kompensieren kann. Weil sonst haben wir hier eben diesen Effekt, dass die Entwicklungsländer immer schlecht abschneiden werden. Und man sieht das auch, wenn man das dann quasi nachrechnet auf diese andere Art und Weise, dann ist dann zum Beispiel die Schweiz auch nicht mehr so gut. Und das ist dann teilweise auch nicht hilfreich, wenn es darum geht, was die Länder unternehmen müssen. Manchmal kommt dann die Energiewende auch ein bisschen vor wie ein Irrgarten und dann fragt man sich dann, wie in der griechischen Mythologie Ariadne, wie man da wieder aus dem Labyrinth herauskommt. Also es ist sehr komplex, wir haben systemische Auswirkungen, verschiedene Sektoren, die miteinander interagieren und da gibt es einfach keine schnelle und einfache Lösung. Und was wir da machen in meiner Gruppe am Paul-Scherrer-Institut ist, wir schauen uns eigentlich auch die Technologien an, aber wir schauen uns auch zukünftige Szenarien an. Das kennen wir bestens von der Corona-Pandemie. Also das wissen wir ja, das Worst-Case-Szenario der Taskforce ist nie eingetroffen. Und das geht natürlich dann hier auch wieder ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Und die Klimaszenarien, die meisten sehen einen starken Ausbau der erneuerbaren Technologien aus. Dann gibt es eine andere Szenarien, die sagen, ja, wir können auch die Fossilen noch ein bisschen behalten, aber dann müssen wir einfach das CO2 abscheiden und zum Beispiel im Boden speichern. Und dann gibt es auch noch ein paar wenige Szenarien, die sagen, wir müssen die Kernenergie weiter ausbauen. Und all das benötigt natürlich eine interdisziplinäre Technologiebewertung und nachfolgende Szenarienanalyse. Und da sind wir dann wieder beim roten Faden und der Komplexität und ich werde versuchen, jetzt nachfolgend ein paar Aspekte hier herauszugreifen und ein bisschen genauer zu erläutern. Die Schweiz, der Bundesrat, wie viele andere Länder, die wollen bis 2050 netto null. Was Sie hier auf der linken Seite sehen, oben, das sind die Szenarien der Internationalen Energieagentur, die publiziert werden jedes Jahr in einem dicken Bericht, meistens so 700, 800 Seiten. Ja. Und das Oberste, was Sie hier sehen, das ist quasi, was die Länder schon fest versprochen haben und was eigentlich umgesetzt werden soll. Wir sehen, wenn das eintrifft, dann sind wir so auf einem 2 Grad Erwärmungspfad. Wenn wir dann noch die Versprechen dazu nehmen, dann können wir vielleicht auf etwa 1,8 Grad runterkommen. Dann gibt es ein Nachhaltigkeitsszenario, da sind wir dann bei 1,7 Grad. Und seit ein paar Jahren gibt es jetzt auch dieses Netto-Null-Szenario, wo man dann quasi auf diese 1,5 Grad kommt, die jetzt auch immer wieder diskutiert werden und man sagt, dass man das eigentlich erreichen soll. Sie sehen aber auch in der Klammer jeweils bei den Szenarien, da gibt es nur schon bei den Temperaturen dann auch Unsicherheiten. Also wenn wir von 1,5 Grad sprechen, dann kann das auch mehr in Richtung 2 Grad gehen, weil das einfach alles nicht so einfach zu modellieren ist. Und ich meine, auf der horizontalen Achse, da sehen Sie Gigatonnen CO2. Und ich weiß nicht, das sind immer so große Zahlen, wo man sich nicht viel vorstellen kann. So eine Gigatonne, die hat 9 Nullen. Und ein Blauwal, das sind etwa 150 Tonnen. Also das heißt, eine Gigatonne, das sind 6 Millionen Blauwale.
einfach so als Vergleich, dass man hier sich etwas darunter vorstellen kann. Und was müssen wir jetzt machen, wenn wir dieses Netto-Null-Ziel erreichen wollen? Wieder eine Abbildung der Internationalen Energieagentur in den verschiedenen Farben. Da sehen Sie die unterschiedlichen Sektoren, Elektrizität, Industrie, Gebäude, Transport und so weiter. Und nur wenn man hier ein paar Dinge rauspickt, dann sehen wir, dass wir zum Beispiel, irgendwie schaffe ich das nicht so mit dem Ding hier. Ich weiß nie, wo ich bin. Ja. Nur schon bis 2040 müssten wir dann auch in der industriellen Energie 40% ist dort der Energiekonsumption. Oder auf der anderen Seite Gebäude, die man nachrüsten muss, 50% sollten dann quasi, wenn wir das auf die Schweiz umschlagen, wären das so eine Art Minergiegebäude vielleicht. Und das muss man sich dann einfach überlegen, was das bedeutet, wie viele Gebäude man quasi renovieren muss pro Jahr. Ich meine, im Moment sind wir irgendwo zwischen 1 und 2%. Und das, viele dieser Maßnahmen, die hier aufgelistet werden, wenn man die einfach liest, dann denkt man vielleicht, ja, das ist ja relativ einfach, das machen wir doch. Aber wenn man sich dann das wirklich über die Zeit implementieren muss, dann sind viele dieser Maßnahmen sind erstens nicht so einfach umzusetzen, weil es wirklich kontinuierlich auf einem relativ hohen Niveau passieren muss. Und es gibt dann auch gewisse Maßnahmen, wo man sich überlegen muss, ab wann sind die verfügbar? Wo sehen wir das? Hier. 2035, keine neuen Autos mit Verbrennungsmotoren mehr. Ich meine, das will die EU im Prinzip auch. Hier aber auch 3 Gigatonnen CO2 sollen eingefangen werden und gespeichert werden. Abgesehen von einem Gasfeld in Norwegen, wo man das schon macht, und auch bei der Erdölförderung, da wird teilweise, damit man mehr Öl aus dem Boden rausnehmen kann, wird CO2 runtergepresst. Und das ist natürlich auch nicht die Idee. Und das sind einfach viele Maßnahmen, muss man sich bewusst sein, die lassen sich nicht einfach in 1 oder 2 Jahren umsetzen, sondern das muss man wirklich heute anfangen und dann auch dranbleiben. Lieferketten, Versorgungsketten, das ist etwas, was jetzt in letzter Zeit auch mit der Corona-Krise, aber jetzt auch mit den geopolitischen Auswirkungen des Russlandkriegs kommt. Und wenn man das hier einfach anschaut, dann sieht man, wenn wir oben Öl und Gas anschauen, das sind so die Länder, die wir kennen, die hier dominieren. Aber wenn wir dann zu den neuen Erneuerbaren kommen und was eben das auch bedeutet, für zum Beispiel für seltene Erden und anderes, Materialien für Batterien, Windturbinen, die brauchen nicht nur Beton, dann sieht man einfach, hier gibt es neue Länder, die hinzukommen, und man sieht auch sehr große Abhängigkeiten. Also China ist sehr evident. Und da gab es auch in den USA jetzt eine neue Regulierung, dass quasi, wenn batteriebetriebene Autos produziert werden, dass man nicht mehr einfach beliebig die Komponenten und Materialien importieren kann. Und ich meine, für den Gesetzgeber ist das vielleicht etwas, das man relativ einfach und schnell umsetzen kann. Aber für die Autos produzieren, ist das ein Riesenproblem. Also sie können eine solche Lieferkette nicht einfach in 1-2 Wochen umstellen. Und schon gar nicht, wenn sie so viele Autos produzieren wie Tesla. Und das ist einfach auch was man im Hinterkopf behalten muss. Also es geht hier auch darum, dass man den ganzen Lebenszyklus einer Energietechnologie anschaut und eben nicht nur sagt, ja, wenn ich ein Batterieauto habe, dann kommt hinten beim Auspuff nichts mehr raus. Das stimmt. Aber Sie haben dann immer noch die ganze Kette, die Sie anschauen müssen. Und dann spielt es eben eine sehr große Rolle, was für Strom, das Sie quasi tanken. Ist das Kohlestrom oder ist das erneuerbarer Strom? Dann die Wissenschaftler, die lieben es,
so schöne Wörter zu haben. Also es gibt dann verschiedene Konzepte, die gehen vom Dilemma über das Trilemma zum Quadrilemma. Und das Dilemma, das ist eigentlich auf die Energie bezogen, meint, wir haben einerseits eine steigende Nachfrage und andererseits möchten wir die CO2-Emissionen reduzieren und wir wollen natürlich mehr nachhaltige Energiequellen. Und das Trilemma dann ist, wir einerseits müssen wir schauen, dass es umweltverträglich ist, was wir hier machen, was wir in den letzten Monaten gelernt haben, Energiesicherheit, Versorgungssicherheit, sehr zentral. Und natürlich sollte es auch noch wirtschaftlich sein. Es gab eine Umfrage in Zürich, die fiel gerade so zusammen mit dem Start des Ukraine-Krieges. Und das Erstaunliche war, dass auf einmal die Versorgungssicherheit nicht unerwartet auf einmal zu oberst war. Und Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit, die waren auf einmal dann weiter unten gewichtet. Und dann kommen wir dann noch dazu, was fehlt jetzt hier noch? Das ist natürlich alles ein sehr technisches System, das wir hier analysieren. Aber wir haben natürlich auch eine soziale Dimension. Ich komme auf das später noch. Akzeptanz, Wahrnehmung der Leute, das ist sehr wichtig. Oder auch gerade, wenn wir wieder von Entwicklungsländern reden, Energiegerechtigkeit, was bedeutet das? Wenn wir sagen, ja, die bekommen ja was, dass sie das Lithium für uns abbauen, ist das dann schon Gerechtigkeit? Und das Ganze, das kann man dann auch unter diese vier Schlagwörter stellen. Also es geht um Nachhaltigkeit, es geht um Energiesicherheit, sogenannte Widerstandsfähigkeit oder Resilienz. Und all das braucht natürlich dann auch noch Führung oder wenn wir wieder ein neudeutsches Wort nehmen, Governance. Und jetzt kommen wir zum Schweizer Energiesystem. Dieses Wimmelbild haben Sie vielleicht schon mal gesehen oder auch nicht, aber das ist vom Bundesamt für Energie und zeigt eigentlich, was wir alles machen müssen, wenn wir bis 2050 eine klimaneutrale Schweiz wollen. Klar, wir brauchen Effizienzsteigerungen, nicht nur in industriellen Prozessen. Wir brauchen Erneuerbare, so Photovoltaik, Wind, Geothermie, Wasserstoff, Wärmenetze, gerade abgestimmt vor kurzem in Zürich, aber auch Batterieautos und so weiter. Also wir sehen hier auch wieder, es ist ein Strauß von Maßnahmen, der notwendig ist, damit man dieses Netto-Null-Ziel erreichen kann. Und die Frage ist dann auch wieder, gehen diese Maßnahmen alle schön parallel zueinander oder gibt es da auch Konflikte, dass man, wenn man das eine macht, dass das vielleicht nicht so gut ist für das andere. Ein paar Schlüsselindikatoren über die letzten rund 30 Jahre in der Schweiz. Die Bevölkerung ist um etwa ein Viertel gewachsen. Das Bruttoinlandprodukt ist um mehr als 50% gestiegen. Aber der Endenergieverbrauch ist praktisch stabil geblieben. Und das ist so eine typische Entwicklung, die wir in industriellen Ländern sehen. Das ist diese Entkoppelung zwischen diesen beiden Aspekten. Und dann CO2-Emissionen, die sind auch bisher um etwa 15% gesunken. Ja, nicht schlecht, aber eben wenn wir wieder netto null vor Augen haben, dann ist natürlich immer noch viel zu tun. Andere Luftschadstoffe, Feinstaubkonzentrationen, da haben wir wirklich sehr viel erreicht, sind teilweise unter den Werten der 50 Jahre im letzten Jahrhundert. Das ist eigentlich nicht mehr ein so großes Problem, aber auch wieder hier, wenn wir jetzt zum Beispiel viel mehr mit Biomasse heizen würden in der Zukunft, dann sind gerade kleinere Biomasseöfen nicht in jedem Fall hinsichtlich diesen Aspekten die beste Lösung. Dann neue erneuerbare Technologien, da hat sich das Wachstum beschleunigt. Photovoltaik sind wir jetzt bei rund 5 Terawattstunden pro Jahr. Und wenn wir uns den ökologischen Fußabdruck der Schweiz anschauen, dann sehen wir hier in blau die inländischen Emissionen und orange, das sind dann die Emissionen, die durch Importe zustande kommen. Also zum Beispiel unser Benzin wird ja alles importiert, Autos, viele Materialien dort ebenfalls und so weiter und so fort.
Und da sehen wir eben auch, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, von Klimawandel, global, dann dürfen wir uns nicht nur einfach darauf konzentrieren, auf diesen blauen Teil, sondern wir müssen auch die anderen zwei Drittel im Auge behalten. Und so dieser kleine Rückgang 2020, den wir da ganz rechts sehen auf der Abbildung, das war Covid. Und ja, wir wissen in der Zwischenzeit auch bei den neuesten Statistiken wieder, dass das eigentlich nur so vorübergehend war. Also für dieses Jahr sieht es leider nicht mehr so gut aus. Und dann ganz hier unten habe ich noch eine Fußnote versteckt. Also was diese Statistik nicht zeigt, ist der internationale Luft- und Schiffsverkehr. Der ist hier nicht berücksichtigt. Und das ist eben auch etwas, was man immer berücksichtigen muss. Wenn Sie irgendeine Grafik oder eine Tabelle sehen, es lohnt sich immer dann irgendwie noch zu lesen, ob es hier noch irgendwo etwas Kleingedrucktes gibt. Weil vielleicht fehlt etwas oder man hat irgendwelche Annahmen getroffen. Ich könnte ja auch den oberen Teil weglassen und sagen, das interessiert mich nicht, das hat nichts mit der Schweiz zu tun. Und das ist auch, was die Diskussion teilweise sehr, sehr kontrovers macht, weil wir ein globales Problem haben, aber das auch national angehen müssen, ist das Ziehen der Grenzen nicht immer ganz trivial. Energiestrategie 2050, da wird natürlich auch sehr viel geforscht und auch von den Bundesämtern gemacht. Sie sehen hier oben zum Beispiel die Energieperspektiven, die das Bundesamt für Energie alle paar Jahre wieder macht. Oder dann auch hier rechts davon die langfristige Klimastrategie. Das wäre dann das Bundesamt für Umwelt eben wieder. Und bis 2050 unter dem Strich keine Treibhausgasemissionen. Das ist dieses Netto-Null-Ziel. Und dann, wenn wir uns auf den Strom beschränken, dann könnte man wieder die Frage stellen, können die Erneuerbaren diese Stromlücke füllen? Weil es ist beschlossen in der Schweiz, dass wir keine neuen Kernkraftwerke bauen wollen. Die bestehenden können zwar so lange weiterlaufen, wie das ENSI das bewilligt. Also das könnten 60 Jahre sein, das könnten unter Umständen sogar 80 Jahre sein. Oder es kann auch weniger sein, wenn man wie die BKW sagt, ja, das lohnt sich für uns nicht mehr, das Kraftwerk weiter zu betreiben. Aber haben wir genug Platz, Akzeptanz oder sollen wir doch Strom aus dem Ausland beziehen? Dann sind wir wieder bei den aktuellen geopolitischen Dingen, wo man sagt, nein, wir müssen autark sein. Was kostet das? Wir sehen es jetzt schon bei unseren Strom- und Gasrechnungen. Je nachdem, wo wir in der Schweiz wohnen, ist schon teurer oder kann teurer werden. Was sind Umweltauswirkungen? Eben wieder muss den ganzen Lebenszyklus anschauen und nicht nur den Auspuff oder die Windanlage, wo sie steht, sondern alles mit einbeziehen. Da haben wir in den letzten Jahren auch sehr viele Berichte produziert im Rahmen von Forschungsprogrammen für die Behörden. Und hier möchte ich Ihnen eigentlich ein Resultat zeigen. Das fasst eigentlich etwa 500 Seiten zusammen. Und es ist darum auch ein bisschen kompliziert. Also auf der horizontalen Achse, da haben Sie eigentlich die Kosten der einzelnen Technologien. Auf der vertikalen Achse das CO2 und dann der Durchmesser dieser Kreise, das ist, wie groß das Potenzial ist. Wir sehen, der gelbe Kreis, die Photovoltaik, hat eigentlich das größte Potenzial in der Schweiz, also da können wir noch viel machen, aber wir haben natürlich auch Probleme dort, also viel Sonne im Sommer, viel weniger im Winter. Da gibt es jetzt die Idee, dass man in den Alpen mehr machen sollte, ich komme gleich dazu. Aber wenn wir uns natürlich nur auf eine Technologie dann wieder verlassen, dann heißt das, dass wir nicht unbedingt sehr widerstandsfähig sind und das heißt, es braucht einen ausgewogenen Mix, also man muss auch andere erneuerbare Technologiepotenziale ausschöpfen, auch wenn sie bedeutend kleiner sind als Photovoltaik. Dann bei den Kosten, da habe ich leider keine guten Neuigkeiten. Also neue Erneuerbare, beobachten wir auch schon über die Jahre, die werden günstiger. Aber wenn wir dann die Systemkosten des Gesamtsystems anschauen, dann müssten wir damit rechnen, dass es auch 2050 teurer werden wird. Aber wir können natürlich
wenn wir uns in diese Richtung bewegen, sicher eine kohlenstoffarme Stromerzeugung im Jahr 2050 erreichen. Beispiel Photovoltaik. Hier sehen Sie die Potenziale. Auf den Dächern rechnen wir heute etwa mit 50 Gigawatt pro Jahr. Es gibt auch noch ein paar ältere Studien, die haben hier doch eher weniger optimistische Annahmen. Fassaden, also wenn es wirklich in das Gebäude integriert ist und nicht oben rausschaut, etwa 17 Terawattstunden auf Infrastrukturen, Fußballstadien, Parkplätzen und so weiter, Einkaufszentren, vielleicht nochmal so um die 10. Dann in den Alpen 41 Terawattstunden, fast die gleiche Größenordnung wie Gebäude, könnte man auf den ersten Blick sagen, wow, das ist toll. Aber dann müssen Sie sich mal das Bild anschauen, wie das dann in den Alpen aussieht. Ich habe so ein Bild gleich. Dann gibt es auch sogenannte PV-Anlagen in der Landwirtschaft. Da ist dann wieder die Idee, dass man quasi gleichzeitig noch etwas anbaut und ein bisschen Strom produziert. Und dann vor ein paar Wochen kam auch diese Idee auf, 5% aller Seenflächen in der Schweiz für Photovoltaik zu nutzen. Und das, was Sie hier sehen, das ist ein Stausee in den Bergen. Wenn wir jetzt mal weglassen, ob wir das schön finden oder nicht, dann kann man das dort oben sicher machen. Aber 5% auf dem Zürichsee oder auf dem Genfersee, ja, also ich würde sagen, ist eine interessante Gedankenspielerei, aber für den Moment würde ich nicht sagen, dass das ein sehr realistisches Potenzial ist, das wir haben. Aber gesamthaft kann man sagen, das, was die Energiestrategie möchte, kann man sicher erreichen mit Photovoltaik. Die Frage ist, wie man diese Potenziale dann kombiniert und welche, dass man mehr oder weniger ausschöpfen will. Das habe ich auch schon erwähnt, Tages- und Saisonausgleich. So oben ist ein typischer Sommertag. Was können wir hier machen, wenn wir quasi über Mittag viel produzieren? Wir können mit Batterien Tag-Nacht-Ausgleich machen. Wir können auch einen Teil der Überproduktion für Wasserstoff nutzen. Das würde dann in Richtung saisonale Speicherung gehen. Und wenn es Winter ist, kann man natürlich importieren zum Beispiel. Man kann das, was man gespeichert hat, nutzen. Oder wir könnten mehr Photovoltaik in den Alpen bauen, weil wir dann höhere Einstrahlung dort oben haben. Da gibt es auch wieder verschiedene Dinge, aber das muss alles ausbalanciert sein und es muss auch aufgehen, damit unser Stromsystem und unsere Übertragungsnetze immer noch funktionieren und es hier nicht zu Problemen kommt. Dann Akzeptanz. Das ist dieser Solarpark, der geplant ist im Wallis. Und jetzt bauen wir den. Und dann sieht es so aus. Im Moment sprechen wir von 3 Projekten im Wallis, die etwa so aussehen. Es gibt noch ein paar Projekte, die angedacht sind in Graubünden. Aber unabhängig davon, ob wir das jetzt persönlich gut oder schlecht finden, ist ganz klar, das wird nicht einfach so problemlos durchgehen, sondern das wird ganz sicher auch Akzeptanzprobleme geben. Es wird Opposition geben, es wird der ganze Verfahrensweg beschritten werden. Und Sie müssen dann natürlich, ich meine, das ist ja toll, da können Sie ganz viel produzieren. Und das müssen Sie dann irgendwie auch noch dorthin bringen, wo es gebraucht wird. Also eines der 3 Projekte im Wallis, das will im Prinzip die Lonza auch anbinden. Also die könnten natürlich schon einen Teil brauchen dort, aber die anderen 2, da ist es dann noch nicht so ganz genau klar, wie das dann ins Netz eingespiesen wird. Und das ist dieses Potenzial, das ich Ihnen gezeigt habe. Und 3 Anlagen, das sind noch lange nicht diese 41 Gigawatt, sondern dann müssten wir noch ein paar mehr bauen. So eben, Energiestrategie 2050, massiver Ausbau der Solarenergie. Das heißt, wir können dann natürlich auch Großkraftwerke damit ersetzen oder vielleicht keine Gaskraftwerke bauen. Wir müssen aber auch davon ausgehen, dass der Stromverbrauch steigt. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass wir mehr Leute sind, sondern einfach, dass wir auch mehr elektrifizieren wollen. Elektromobilität braucht Strom.
Ausbaupotenziale sind vorhanden. Auch die Alpen als Ausgleich für den Winter, das ist eine Möglichkeit. Kostenemissionen, das ist eigentlich nicht das Problem, aber gerade wenn wir von Großanlagen sprechen und nicht mehr nur von Dächern oder Fassaden, dann könnten wir auch Akzeptanzprobleme haben. Herausforderungen habe ich auch schon angetönt, Speicherung, Akzeptanz, aber auch das Tempo des Ausbaus. Weil das ist alles nicht ganz so trivial. Also Sie müssen dann wirklich sehr viel zubauen, jedes Jahr bis 2050. Da kann man dann nicht einfach mal sagen, ja, jetzt machen wir mal einen Stopp, 5 Jahre. Und die Lieferketten, wir haben das schon gesehen, sehr große Abhängigkeit von China. Die Schweiz hat nicht mehr besonders viel Know-how. Wir haben sehr gute Forschung hier. Aber ja, eine der Firmen, die wird jetzt auch von einem gehört einem russischen Oligarchen. Bis jetzt haben wir nur von Technologien gesprochen. Jetzt wollen wir Szenarien machen. Was sind Szenarien? Das ist eine mögliche zukünftige Entwicklung. Was es aber nicht ist, es ist keine Prognose und es ist keine Vorhersage. Also wenn Sie ein Szenario machen, heißt das nicht, dass das dann eintreffen muss 2050, sondern es könnte so sein und Sie wollen im Prinzip diesen großen Fächer abdecken und sagen, wie das herauskommen könnte. Aber es ist natürlich relevant für politische Entscheidungsträger. Es gibt auch Gefahren bei Szenarien. Der Mensch, der macht ja gerne das, was er kennt. Das ist genau gleich bei den Szenarien. Anstatt dass wir dann vielleicht auf diese Ecken fokussieren, wo die Extreme sind, werden wir schauen, dass wir mehr in der Mitte bleiben. Und das ist eigentlich das, was wir hier rechts sehen. Also wir können so vorübergehende Ereignisse haben. Wenn wir da Covid nehmen, das wäre auch so etwas. Wir sind dann noch nicht ganz zurück. Das können wir relativ gut modellieren. Disruptive Ereignisse, das geht auch noch mit Energiesystemmodellen. Aber wenn es dann wirklich unerwartete Ereignisse sind, dann ist das nicht mehr ganz so einfach. Und das ist dann, das ist auch ein Problem rein wissenschaftlich, dass man diese Dinge teilweise noch nicht so gut abdecken kann. Gerade hier aber haben wir jetzt auch wieder ein Forschungsprojekt für das Bundesamt für Energie, wo es wirklich darum geht, auch diese Schockereignisse besser abzudecken. Wieder die Schweiz, habe ich schon gesagt, eben höhere Effizienz, mehr Erneuerbare, keine Kernenergie mehr, das ist so in 3 kurzen Sätzen die Energiestrategie. Und obendrauf kommt jetzt noch das Netto-Null-Ziel. Wenn wir das zum Beispiel am PSI analysieren, dann haben wir ein sehr komplexes Energiesystemmodell. Und das sind tausende von Gleichungen, die Sie da im Hintergrund haben, die dann da rechnen. Und da berücksichtigen Sie die Ressourcen, wie die Dinge gespeichert, transformiert werden, was quasi die einzelnen Sektoren benötigen etc. Und wenn man das dann rechnet, dann optimiert so ein Modell vor allem die Kosten. Also das sind eigentlich kostenoptimierte Modelle. Und hier haben wir jetzt 3 Szenarien, die wir sehen. So das, was wir oben sehen, das blau gestrichelte, das ist, wenn wir im Prinzip so weitermachen, wie wir es entschieden haben. Dann können wir bis 2050 eine Reduktion von etwa 42% erreichen. Sind also weit weg von unserem Netto-Null-Ziel. Wenn wir die Schweizer Energiestrategie nehmen, wie sie ursprünglich formuliert wurde, dann sind wir bei -70%. Also fehlt immer noch ein rechtes Stück des Kuchens. Und wenn wir ein Netto-Null-Szenario machen, dann können wir ganz runterkommen. Und da ist dann aber wieder die Frage, wie setzen wir das um? Und das, was Sie hier sehen, das sind nur verschiedene Varianten, wie man zu diesem Netto-Null kommen kann. Und Sie sehen schon, ja, Fokus auf Importe oder Versorgungssicherheit oder beschleunigte Innovation, das sind alles Aspekte, die nicht unbedingt in die gleiche Richtung gehen. Das heißt, es ist am Schluss ist es eine politische Entscheidung, wie Sie dieses Netto-Null erreichen wollen und nicht unbedingt
nur, also das Modell kann Ihnen nicht sagen, was das Beste ist, sondern das muss die Gesellschaft dann entscheiden. Und in der Schweiz werden wir dann wahrscheinlich sogar darüber abstimmen. Was bedeutet das für die einzelnen Sektoren? Verkehr, 4 von 5 Autos sollten batteriebetrieben sein. Wir brauchen viele stationäre Batterien, viel Wasserstoff, Gebäudedämmung, sowohl im Gewerbe als auch bei den Haushalten, viel mehr Wärmepumpen, brauchen wir Elektrizität, Gleiches auch für die Industrie, und wir müssen auch CO2 abscheiden. Und das ist auch etwas, das ist extrem schwierig, da forschen wir auch schon seit langem, und bisher gibt es noch keine Pilotanlage, wo man das versucht. Also der letzte Versuch, das war in Eclepont, in der Nähe von Lausanne, wo man das machen wollte, weil dort ist Holzim, also kommt viel CO2 raus. Man könnte das sehr gut an der Punktquelle abscheiden und dann speichern. Das ist auch gescheitert, weil dann sind die Franzosen gekommen und haben gesagt, ja, mit der Geologie könnte es passieren, dass dieses CO2 quasi nach Frankreich wandert. Jetzt haben wir nur Kosten optimiert. Wir können aber auch sagen, Entschuldigung. Wir wollen in so einem Modell auch explizit das CO2 betrachten. Das wäre dann diese vertikale Achse wieder hier. Hier sind die Kosten. Und dann können wir, dann wird es noch komplizierter. Sie sehen hier 4 Dimensionen. Dann der Durchmesser. Das ist dann der Metallverbrauch, den Sie haben. Und die Farbe, das ist dann die Humantoxizität. Das sind dann Daten, die quasi aus einer Lebenszyklus-Umweltauswirkungsanalyse kommen. Und ganz oben links, da sehen Sie dann wieder, so, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann sind wir hier oben, haben sehr viele Emissionen, aber quasi ist am billigsten. Wir können dann ein klimaoptimiertes Szenario machen, dann kommen wir schon hier runter, das wird ein bisschen teurer. Und wenn wir dann sagen, wir erlauben, dass unser Energiesystem 5% teurer wird, dann können wir schon sehr, sehr viel von unseren Klimaauswirkungen reduzieren. Wenn wir dann aber wirklich ganz hier rüber gehen wollen, dann wird es immer teurer. Und das heißt natürlich auch wieder, also so eine Lösung politisch durchzusetzen, das wird nicht so einfach werden. Und es kommen dann eben auch diese Kompromisse, die Sie machen müssen. Wenn wir wieder zum Beispiel von Photovoltaik sprechen, wie viel Abbau von seltenen Erden wollen wir akzeptieren, nicht nur in der Schweiz, sondern generell etc. Und das wird dann einfach immer viel komplexer, und es wird dann, sehen wir jetzt gerade, wie ich das versuche, es wird dann auch extrem schwierig, das einem Politiker oder einem Publikum generell überhaupt klar zu machen. Jetzt 3 kurze Beispiele. Negativ-Emissionstechnologien. Was sind das? Es kann zum Beispiel Bioenergienutzung sein, und dann scheiden wir das CO2 ab und speichern es. Man kann Bäume pflanzen, das kennen wir auch. Oder man kann das CO2 aus der Luft filtern und speichern. Da gibt es eine Anlage, die steht bei Hinwil. Da haben Sie vielleicht schon ein Foto gesehen. Das ist im Prinzip, was man hier sieht, das ist das Gleiche in Island, aber einfach viel größer. Und diese Anlage, die kann etwa 4000 Tonnen CO2 aus der Luft filtern in einem Jahr. Aber jetzt müssen Sie wieder noch im Hinterkopf haben, diese Figur mit den Gigatonnen. Und wenn Sie das jetzt wieder auf die Blauwale umrechnen, dann sehen Sie, wie viele von diesen Anlagen wir brauchen würden. Und es gibt auch dann natürlich viele offene Fragen. Was sind Kosten, Potenziale? Gibt es, abgesehen davon, dass wir das CO2 rausnehmen können, gibt es andere Umwelt, sage ich mal, Nebenwirkungen, die wir vielleicht nicht drauf haben? Was ist wirklich die Netto-Negativität? Weil diese Anlagen brauchen auch Strom. Können wir das großflächig umsetzen? Was ist der gesetzliche Rahmen? Gibt es einen Markt dafür? All das sind dann Dinge, die man ebenfalls in der Gleichung haben müssen. Wenn wir uns aber nur anschauen, ob das funktioniert, dann habe ich hier wieder eine extrem komplizierte Abbildung. Aber die Quintessenz daraus ist eigentlich, die Technologie funktioniert. Man kann wirksam CO2 entfernen.
Man muss aber dann Strom nehmen, der schon CO2-arm ist, also nicht Kohlestrom, um das zu machen. Und es wird natürlich dann auch davon abhängen, wo Sie das machen. Und dann sind wir wieder hier bei den offenen Fragen. Technologisch machbar, Umsetzbarkeit, gesellschaftliche Akzeptanz, das wird auch hier die Hauptfrage sein. Wasserstoff, auch etwas, was man immer wieder liest. Es gibt in der Zwischenzeit einen ganzen Regenbogen, wie man Wasserstoff machen kann. Also Sie können Elektrolyse machen mit Kernenergie oder erneuerbaren Energie. Sie können Biomasse verwenden. Sie können Erdgas nehmen und das dann entweder das CO2 abscheiden oder auch nicht. Oder Sie können Kohle nehmen. Das hat man schon sehr lange gemacht. Das sind dann die Stadtgasnetze, die man von früher noch kennt vielleicht. Was wir hier anschauen wollen, ist der grüne und der graue Wasserstoff. So grün, erneuerbare Energien. Grau ist fossil, ohne dass man das CO2 abscheidet. Blau, wenn man das CO2 abscheidet und dann noch Biomasse. Sie sehen dann, wenn wir blauen Wasserstoff haben, dann sind das diese beiden Varianten hier, einmal mit und einmal ohne CO2-Abscheidung. Und wir brauchen eine CO2-Entfernungsrate, die sehr hoch ist, das etwa 90% des CO2s. Und wir brauchen dann auch noch, weil wir ja Erdgas verwenden, entlang der Kette müssen wir auch sicherstellen, dass es nicht viele Emissionen gibt. Und dann kann dieser blaue Wasserstoff in diesem Bereich hier gleich gut sein wie grüner Wasserstoff. Aber das sind wieder gewisse Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, sonst funktioniert das nicht. Dann Biomasse, wenn wir das CO2 nicht abscheiden, da sind wir im Prinzip dort, wo wir auch mit anderen erneuerbaren Technologien sind. Wenn wir das CO2 dann abscheiden und speichern, dann sind wir dann in diesem negativen Bereich der Emissionen. Und das ist im Prinzip das, was man auch für das Netto-Null-Ziel braucht. Aber wieder Biomasse, wo nehmen wir die her? Reststoffe aus der Landwirtschaft, Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, hat natürlich gewisse Potenziale, ist aber auch beschränkt. Wir können ja nicht einfach 50% unserer Felder sagen, wir nutzen die jetzt für Biomasse und produzieren keine Nahrung mehr. Das sind dann wieder Abwägungen, die man machen muss. Kurz zusammengefasst, ja, grüner und blauer Wasserstoff können eine wichtige Rolle spielen, aber auch wieder wie bei der Elektrolyse kommt es auf Produktionskapazitäten an. Was kostet das? Was hat das CO2 für einen Preis? Bisher ist er immer sehr tief. Und wir brauchen auch wieder Märkte und Infrastrukturen. Es kann aber helfen in verschiedenen Sektoren, also von Industrie über Transporte, Schifffahrt, Luftfahrt. Da kann Wasserstoff überall eingesetzt werden. Aber wieder, es ist mit einem großen Infrastrukturausbau verbunden. Und das geht nicht einfach in ein paar Jahren, sondern das muss möglichst rasch an die Hand genommen werden, wenn man das bis 2050 wirklich in großem Stil umsetzen will. Urbane Mobilität. Da gibt es nur ein paar Zitate aus den Medien. Das kennen wir alle. Und hier ein paar Resultate, sehr stark vereinfacht aus einem großen Forschungsprojekt. Sie sehen natürlich in der Stadt, wir können zu Fuß gehen, wir können einen dieser E-Scooter nehmen, ein normales oder E-Velo, TÜV, ÖV und dann auch verschiedene große Autos. Nicht verwunderlich, wenn wir ein SUV nehmen, dann bringt das nicht so viel, auch wenn es vielleicht ein elektrisches ist. Also wir sind dann zwar ganz rechts dort, aber wenn wir dann rübergehen zum Mittelklassewagen, dann sehen wir, schneidet das immer noch nicht so gut ab. Größe spielt eine Rolle. Und das ist auch immer, was ich sage. Also es ist ja gut und recht, sich ein Elektroauto zu kaufen, aber wenn alle sich einen Tesla kaufen, dann muss man sich fragen, was die Motivation ist. Ist es, um grün zu sein oder ein cooles Auto zu haben, das wirklich schnell abgeht? Dann Verlagerung auf den ÖV, das macht auf jeden Fall Sinn. Stauvermeidung, lokale Umweltverschmutzung, das sind wirklich auch dann sogenannte Co-Benefits, die hier wirklich Sinn machen.
Wir können da natürlich auch elektrifizieren. Wenn wir diese Verlagerung nicht machen können, und dann wird es bei den Autos schon auch besser, aber natürlich wieder die Größe, wie ich das schon erwähnt habe. Dann Radfahren, das ist natürlich auch gut. In der Stadt kann man das machen. Hier ist es 0 bis 30 Kilometer. Ich würde sagen, das ist dann ja, mehr als 30 Kilometer will ich wahrscheinlich nicht Radfahren, um zur Arbeit zu gehen. Das hat auch noch andere Nebeneffekte, also gesundheitliche, volkswirtschaftliche dann natürlich, die man hier hat. Und dann muss ich die jungen Leute hier im Raum vielleicht enttäuschen, keine Kickscooter. Nicht diese, die haben meistens eine kurze Lebensdauer, werden nicht besonders gut genutzt, in den Fluss geworfen in Zürich oder was auch immer. Also da schneiden wir auch nicht so gut ab. Und dann, wenn wir laufen, da kommt es dann natürlich, also der Mensch ist nicht eine sehr effiziente Maschine. Also wir haben vielleicht einen Wirkungsgrad von 10-12%. Also dann hängt es natürlich drauf, kommt es darauf an, was wir essen. Aber das ist dann mehr eine Randbemerkung jetzt hier. Fazit. Wenn wir die Treibhausgasemissionen im Verkehr reduzieren wollen, den Verkehr an und für sich reduzieren, das ist natürlich eine Lösung, dann Verlagerung Richtung ÖV oder elektrifizieren. Und vor allem für Autos, da sind dann die Batterien am effizientesten. Lastwagen ist natürlich Wasserstoff auch eine Option. Brauchen wir aber auch internationale Stromproduktion, und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern international. Speicherung, Sektorkopplung, das sind alles Stichworte, die hier hineinkommen. Und wenn man etwas verkaufen will als Politiker, muss man sich auch immer überlegen, gibt es noch keinen Sekundärnutzen? Weil wenn die Leute nicht auf das CO2-Argument aufspringen, wenn man Luftschadstoffe, Lärm, Gesundheit anführen kann, dann kann man vielleicht die Leute motivieren, auch wenn sie mit dem Hauptziel nicht übereinstimmen. So, das können Sie auch selber damit spielen. Wir haben ein Tool. Sie sehen hier den Link. Und da können Sie dann quasi schauen, mit was Sie rumfahren möchten und was die Auswirkungen sind. Und jetzt schließen wir den Bogen und gehen zurück nach Europa. Aber zuerst noch in der Schweiz. Das hier ist die nationale Risikoanalyse der Schweiz. Die wird vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz alle paar Jahre gemacht. Wir sehen die drei roten Kreise. Das sind quasi die Top-Risiken in der Schweiz. Strommangellage, Grippepandemie, Ausfall, Mobilfunknetz. Strommangellage in aller Munde im Moment. Mobilfunknetz. Ich war auch erstaunt, dass ich das gehört habe. Aber die meisten Masten, die laufen etwa eine Stunde. Die haben nicht viel länger Notstrom. Und Pandemie, das ist etwas, das das Bundesamt seit 1999 zu oberst in der Rangliste hat, aber hat es halt bis vor kurzem nicht wirklich an die Öffentlichkeit geschafft. Stromausfall, das ist keine Strommangellage. Bei Strommangellage haben wir nicht genügend Produktionskapazitäten, Probleme mit Netzen etc. Ein Stromausfall ist das, was wir so landläufig als Blackout bezeichnen. Sind wir im Januar 2021 sehr knapp daran vorbeigeschrammt. Das war ein Problem in Kroatien, konnte aber von den europäischen Netzbetreibern aufgefangen werden. Das Netz wurde kurzfristig getrennt in zwei Teile, aber es gab eigentlich für die Endkunden keine Probleme. Das zeigt auch, dass man sich darauf vorbereiten kann, dass diese Dinge im Normalfall funktionieren. Nicht immer. Texas gab es einen Wintersturm, auch letztes Jahr. Das verursachte dann Probleme mit der Gasproduktion, Stromausfälle und dann auch Kaskadeneffekte, Trinkwasseraufbereitung, medizinische Versorgung waren in gewissen Spitälern nicht mehr gewährleistet. Und das ist eigentlich auch eines der Hauptprobleme hier, dass es eben dann nicht nur beim Energiesektor bleibt, sondern weiter übergreifen kann. Und wenn das dann natürlich ein paar Tage anhält, dann können Sie sich vorstellen, was dann passiert. Also dann wird das dann nicht mehr lustig in der Bevölkerung. Weil Sie können dann auch kein Bargeld mehr abheben, nicht mit Karte zahlen, etc. etc.
Darum muss man sich vorbereiten. Die Schweiz hat eine Organisation, die heißt Austral, die sich damit befasst. Wir haben auch das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung, das haben Sie vielleicht auch gesehen. Das ist Strommangellage, zuerst Sparappelle, wenn das nicht mehr nötig ist, dann Einschränkungen oder Verbote nicht zwingend benötigter Geräte und Anlagen. Das war im Prinzip auch wieder ein bisschen lustig. Also da kam dann irgendwo eine Schlagzeile, kein Netflix mehr. Das ist natürlich auch wieder nicht, wie das kommuniziert werden sollte. Kontingentierungen kann man sich vorstellen und dann Netzabschaltungen für einige Stunden. Aber wenn Sie das Netz für ein paar Stunden abschalten, dann funktioniert auch nichts mehr. Weil was machen Sie dann? Dann können Sie nicht mehr mit dem Tram fahren, wenn das in der dort ist, wo Sie sind. Und es geht sowieso nicht dann einfach nur von Straße zu Straße. Also das Netz ist vorgegeben, das sind dann auch größere Gebiete, die davon betroffen werden. Das wollen wir natürlich nicht unbedingt erleben in diesem Winter. Darum Resilienz. Auch da gibt es natürlich in der Wissenschaft wieder tolle Konzepte. Man sagt, man muss zuerst einmal vorbereitet sein, also schauen, dass nichts passiert. Wenn dann doch etwas passiert, dann sollte es möglichst nicht kollabieren, das System, sondern wir möchten das dann eigentlich wieder auffangen und am Schluss vielleicht sogar besser dastehen. So weit, so gut. Wir haben das dann sehr kompliziert analysiert für Europa, also für all die Länder, die im europäischen Stromverbund mit drin sind. Da hat man dann ganz viele Indikatoren, die man berechnen muss. Man wendet dann ein sogenanntes Multikriterien-System an. Das ist dann ganz viel Mathematik, die hier drin steckt. Und was dann am Schluss, und Sie fragen dann auch die Entscheidungsträger, welche dieser Indikatoren Ihnen wichtiger sind als andere. Und all das wird dann in einem mathematischen Modell verrechnet und am Schluss kommt dann wieder etwas ganz Triviales raus, dann haben Sie einfach zum Beispiel so eine Grafik. Nicht ganz überraschend sind die gut vernetzten Länder, die stehen besser da in Zentral- und Nordeuropa. Im Süden gibt es immer noch gewisse Probleme. Und natürlich muss man dann auch sehr, sehr gut analysieren, dass das nicht einfach ein Zufallsbild ist. Weil Sie können natürlich jetzt sagen, ja, aber wenn hier ein anderer Indikator ganz oben links steht, dann ist mein Bild anders. Und das ist, was Sie mit so einer Methode auch analysieren. Also Sie versuchen dann, ein Bild zu bekommen, das wirklich eine robuste Aussage zulässt. Und das ist natürlich dann wieder eine Blackbox. Und das wissen wir auch, das ist nicht immer ganz einfach, das dann den Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Das ist dann, ja, man versteht das nicht. Man glaubt es vielleicht, das ist wie bei Amazon, wenn Ihnen ein Buch vorgeschlagen wird, basierend auf dem, was Sie sich vor kurzem angeschaut haben. Wenn das Buch, das Ihnen vorgeschlagen wird, Ihnen gefällt, dann finden Sie den Algorithmus dahinter vielleicht toll. Aber wenn Ihnen der Vorschlag nicht gefällt, dann sagen Sie, ja, aber das, was ist denn das? Und das ist hier natürlich im Prinzip ein ähnliches Problem. So, kommen wir zum Schluss. Netto Null. Ich habe schon gesagt, ich habe keine Patentlösung und ich habe Ihnen nur ein paar wenige Beispiele gezeigt. Es gibt hier noch ganz viel mehr, aber ich weiß nicht, wie lange meine Stimme noch mithalten würde. Wir brauchen natürlich eine gewisse Sicherheit, Grundsätze. Das heißt, wir brauchen für die Industrie zum Beispiel Vorhersehbarkeit, aber auch gewisse Flexibilität. In der Politik, wir brauchen einen Mix, damit wir möglichst viele Leute abholen können. Wir möchten eigentlich auch keine Technologieverbote. Das haben wir jetzt zwar im Moment für die Kernenergie. Die Frage ist, ob wir das unter Umständen auch für andere Technologien einführen. Ich sage nur Geothermie zum Beispiel. Da haben die Leute auch sehr viel Angst vor induzierter Erdbeben. Wettbewerbsfähigkeit, Versorgungssicherheit, soziale Aspekte, internationale Zusammenarbeit. Das sind alles Grundsätze, die etabliert sein müssen, die den Rahmen bilden müssen für so ein Ziel. Dann ja, was soll CO2 kosten? Haben wir Emissionsstandards, Effizienzziele, Speicher, Energienetze, Importe? Dann eben, was ich auch gesagt habe, man muss immer den ganzen Lebenszyklus anschauen und nicht nur wie beim Auto, was hinten beim Auspuff rauskommt. Wie schöpfen wir Potenziale aus? Wie geht das zusammen mit Landschaftsschutz, Raumplanung und so weiter?
Und dann muss man die Energie auch in die Gesamtpolitik einbetten. Also es ist nicht einfach ein isoliertes Thema, das man mal an einem Montagnachmittag behandelt und dann am Dienstag redet man wieder für etwas anderes. Vielen Dank. Herr Burger, vielen Dank für diesen spannenden Vortrag. Sie haben gesagt, Sie hätten keine einfachen Antworten und Sie haben Wort gehalten. Ich bin erschlagen ob der Fülle der Fakten, die Sie gebracht haben. Können Sie das für den kommenden Winter wenigstens runterbrechen auf ein klares Ja oder Nein? Wird der Strom ausgehen oder nicht? Ja, da sind wir jetzt wieder bei den Vorhersagen. Ich glaube, dass wir recht gut vorbereitet sind. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass es wieder ein bisschen besser ausschaut. Aber es gibt immer noch Unsicherheiten. Also es wurde gerade gestern wurde wieder ein Bericht auf europäischer Ebene veröffentlicht, dass so wenn zum Beispiel die Kernkraftwerke in Frankreich jetzt nicht zurück ans Netz kommen, wie das geplant war, dann haben wir ein Problem. Wir haben auch ein Problem mit gewissen Gas- und Kohlekapazitäten in Deutschland und in Polen. Und Sie merken, ich rede im Moment nicht von den neuen Erneuerbaren. Wenn es sehr kalt wird, wir einen Februar haben mit minus 5, 10 Grad die ganze Zeit, dann kann das auch noch wieder negative Auswirkungen haben. Aber im Prinzip bin ich einigermaßen optimistisch, weil ja, so das, was ich sehe, auch als nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Privatperson, finde ich, dass die meisten Leute auch etwas persönlich unternehmen. Und ich denke, das ist eben auch wichtig, dass es nicht nur top-down verordnet wird, sondern dass die Leute selber auch versuchen, etwas dazu beizutragen. Also ich bin moderat optimistisch, dass wir keine Mangellage haben werden, aber wenn dann doch einige Faktoren, negative Faktoren zusammenkommen, dann kann es immer noch eng werden. Aber wir haben natürlich jetzt auch noch dieses Reservekraftwerk in Bier. Und ich meine, ein Arbeitskollege von mir wohnt dort und das ist nicht so lustig. Also die sind es im Moment erst am Testen, macht aber viel Lärm. Emissionen ist so wie eine größere Kleinstadt in der Schweiz, also wir sprechen hier von etwa 50.000 Einwohnern äquivalent, was das dort produziert. Und ja, im Moment ist das ein Testbetrieb, also das läuft so einen halben Tag oder ein bisschen mehr. Aber wenn wir das wirklich länger brauchen müssen und dann vielleicht nicht mit Gas betreiben können, sondern noch mit Öl laufen lassen müssen, dann ist das natürlich zwar etwas, wo wir vielleicht einer Strommangellage entgegenwirken können, aber wir müssen uns dann schon auch fragen, ist es das, was wir längerfristig wollen? Oder müssen wir vielleicht auch mit dem Umbau unseres Energiesystems ein bisschen vorwärts machen? Ja, das ist dann eben, wie wollen wir Netto Null erreichen? Wollen wir vielleicht gewisse politische Entscheidungen rückgängig machen und wieder Großkraftwerke bauen? Wollen wir Erneuerbare forciert ausbauen und sind wir dann auch bereit, dort zum Beispiel Großanlagen zu bauen, also eben zum Beispiel das Bild, das ich Ihnen in den Alpen gezeigt habe, wollen wir das akzeptieren als Gesellschaft oder nicht? Oder sagen wir können immer importieren, es gibt einfach nur einen Preis. Also ich meine, jetzt haben wir zwar kein russisches Erdgas mehr, aber Flüssiggas kann man aus Katar oder aus den USA beziehen, ist einfach deutlich teurer. Und das sind am Schluss die Wissenschaft kann nur gewisse Szenarien aufzeigen, aber wir müssen uns dann als Gesellschaft entscheiden, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und wir können einfach nicht alles haben, sondern wir müssen dann irgendwo einen Kompromiss machen. Das ist ein Notfallreservekraftwerk in Bier, das ist bei General Electric. Bier im Aargau. Aha. Okay. Ja, also das steht im Prinzip mehr oder weniger auf dem Parkplatz der Firma. Also politisch bin ich natürlich kein Experte für das Stromabkommen, aber
Technisch haben wir dann unter Umständen keinen Zugang mehr. Und das heißt zum Beispiel, Swissgrid ist dann nicht mehr in den europäischen Rahmen eingebunden. Und das kann dann zu Problemen führen, weil wir können dann nicht mehr im europäischen Rahmen das Netz stabilisieren, sondern das würde dann quasi wieder im nationalen Rahmen notwendig werden. Aber man kann natürlich auch sagen, die EU kann sich das gar nicht leisten, weil die Schweiz eigentlich ein wichtiges Transitland ist. Und das ist im Moment natürlich, versuchen beide Seiten politisch ihre Argumente in die Waagschale zu werfen. Man verbindet das dann mit anderen Themen wie Zugang zu europäischen Forschungsprogrammen und Ähnlichem. Und das ist dann am Schluss ist das wieder ein politischer Prozess. Aber wenn wir längerfristig kein Abkommen und keinen gleichberechtigten Zugang haben, dann wird das auf jeden Fall ein Problem. Die Frage ist dann, wie groß das Problem wird. Ja, die Bäume, das ist eben auch gerade wieder, also generell Speicherung von CO2 in Biomasse, das ist in der Wissenschaft auch ein gewisses kontroverses Thema, weil das hängt dann mal davon ab, wie lange so ein Zyklus ist, was machen Sie dann mit einem Baum am Ende, wird der verbrannt, wird er dann zu Holz und das Holz vielleicht dann nochmals 50 Jahre lang in einem Haus genutzt. Auch über die Lebensdauer der Vegetation ist der CO2-Haushalt nicht immer genau gleich, also ich bin da nicht der Experte, aber es gibt, ja, man ist sich im Moment nicht mehr ganz so sicher, dass einige der ursprünglichen Schätzungen, die sehr positiv waren, dass die über einen längeren Zeitraum dann wirklich auch so sind. Und ja, es kann eine Lösung sein, auch, sage ich mal, für den Übergang, damit wir ein bisschen Zeit gewinnen und dann vielleicht auch andere Möglichkeiten auf den Weg bringen können. Also ich bin da auch nicht der Experte, aber die Experten sagen uns, dass das kein Problem ist. Also die haben ja auch eine gewisse Neigung und alles, und das sollte nicht das Problem sein. Ja, die haben schon eine Chance, aber nur wenn wir in der Schweiz quasi die Entscheidung rückgängig machen, dass wir keine neuen Kernkraftwerke bauen wollen. Aber wenn Sie das rein technologisch anschauen, dann macht es natürlich auf jeden Fall mehr Sinn, ein neues Kraftwerk zu bauen, als die bestehenden endlos weiterlaufen zu lassen. Nur schon aus Sicherheitsaspekten, weil ein neues Kraftwerk ist da einem bisherigen immer überlegen, auch wenn wir sagen können, dass natürlich in der Schweiz wir das sehr, sehr gut handhaben mit dem ENSI und die Anlagen, die sind sicher, sonst würden sie nicht mehr laufen, und wir machen auch am PESI viele dieser Analysen. Aber das, was Sie jetzt erwähnt haben, ich weiß nicht genau, welchen Reaktortyp Sie da ansprechen, aber das wird wahrscheinlich, sagt man, Generation 4. Und da sprechen wir von 2050. Und das ist dann wieder die Zeitdimension, die man einfach im Kopf haben muss. Also wir können so eine neue Anlage nicht einfach morgen hinstellen. Also nur schon, wenn wir ein neues Kraftwerk bauen wollen, das jetzt in Finnland in Betrieb genommen worden wird oder bald in Frankreich in Betrieb genommen werden sollte, was eigentlich dann nur Generation 3 oder 3 plus ist, dann sprechen wir in der Schweiz Bauzeit plus politische Entscheidungsprozesse schnell mal von 15 bis 20 Jahren, außer wir würden gewisse demokratische Prozesse aushebeln. Und das ist einfach dann die Zeitdimension ist hier auch wieder. Also wir, auch wenn wir diese Entscheidung jetzt rückgängig machen, wir haben im Prinzip dann in Anführungszeichen 10 Jahre verloren oder so. Also das geht einfach nicht so schnell. Im Prinzip sollten wir eben einen vernünftigen Mix haben. Und was wir
fördern müssen, sind kohlenstoffarme Technologien. So wie es im Moment in der Schweiz aussieht, haben wir die größte Akzeptanz für die Erneuerbaren. Bei der Kernenergie, da hat die politische Diskussion wieder angefangen. Da muss man sehen, wie das herauskommt. Und dann, wo wir natürlich sehr wenig Akzeptanz haben in der Schweiz, ist, wenn wir Gaskraftwerke bauen möchten und auch wenn wir sagen, dass wir das CO2 abscheiden. Also da sehe ich im Moment keine Akzeptanz, und es müssten dann auch die Rahmenbedingungen geändert werden, dass die Industrie überhaupt so ein Kraftwerk bauen will. Und ja, da hat es einfach, es ist nicht nur Technologie, sondern sehr viel hat es auch mit Politik und Akzeptanz zu tun. Ja, Sie meinen diese Abbildung hier, genau. Das ist Gas. Kernenergie ist viel weniger, das ist auch nicht so viel. Wenn wir von Dunkel reden, dann reden wir von Strom, aber hier ist natürlich das gesamte Energiesystem, und das ist auch ein Teil der Diskussion, den wir immer wieder vergessen. Also wenn wir davon reden, dass wir die Kernkraft abschalten und das durch Erneuerbare ersetzen, dann reden wir nur vom Strom, aber wir haben dann eben noch alle anderen wie den Mobilitätssektor etc. und dort dann eigentlich noch zusätzlich elektrifizieren wollen. Und das ist eine Riesenherausforderung, da bin ich mit Ihnen einverstanden. Und das ist nicht einfach zu lösen. Ja, also die Frage ist, ob Herr Rösti mich anruft oder ob er nicht zuerst seine Experten im Bundesamt für Energie fragt. Wenn er bei uns anrufen würde, da müsste ich jetzt wieder auf ein paar Folien weitergehen, dann würden wir ihm auf jeden Fall unsere verschiedenen Szenarien zeigen, wie die zukünftige Entwicklung aussehen kann, ihm auch darlegen, was das bedeutet, und auch aufzeigen, dass, wenn Netto Null das Ziel ist, auf welche verschiedenen Arten man das erreichen kann. Aber dann kommt natürlich dann die politische Umsetzung. Und ich muss sagen, da bin ich schon auch froh, dass wir nicht wie in Italien vor ein paar Jahren eine Expertenregierung haben, die dann quasi der Bevölkerung etwas aufs Auge drückt. Sondern ich denke, das ist schon auch ein Vorteil in der Schweiz, dass wir uns da engagieren können und hoffentlich dadurch auch die Akzeptanz größer wird. Aber es gibt keine Patentlösung. Also das ist einfach das, was ich nur immer wieder wiederholen kann. Die Wissenschaft kann aufzeigen, was die möglichen Entwicklungspfade sind, aber wir als Land, als Bevölkerung, als Bürger müssen uns dann entscheiden, welchen dieser Pfade wir gehen müssen. Und wir müssen uns auch bewusst sein, wir können nicht 5 Jahre lang einen Pfad gehen und dann sagen, ja, aber jetzt, das ist vielleicht doch nicht das Richtige, jetzt gehen wir in die entgegengesetzte Richtung, weil dann werden wir das Ziel auch nicht erreichen, sondern dann stolpern wir einfach ein bisschen links und rechts. Ja, jetzt haben Sie mir natürlich den Witz schon rausgenommen. Ich winde mich jetzt raus und bringe eine Anekdote von Pesi. Also wir haben da im Moment eine Umfrage unter den Mitarbeitern am Laufen, wie wir Strom sparen können. Und zum Beispiel wurde die Beleuchtung auf der Brücke über den Fluss, die wird jetzt in der Nacht ausgeschaltet. Aber es ist natürlich ganz klar, also wenn wir Strom sparen wollen, dann müssten wir eigentlich eine Großanlage abschalten. Weil das ist das, was am meisten Strom braucht, und nicht der Computer im Büro von den Leuten. Und das sind dann die Frage, das ist dann eben auch das, wollen wir etwas, wo es uns wehtut am Schluss? Oder machen wir nur Dinge, die uns nicht wehtun? Also Weihnachtsbeleuchtung ist auch so ein Stichwort. Also ist eine gute Sache, wenn wir hier sicher auch etwas weniger machen und vielleicht nicht die ganze Nacht durchlaufen lassen. Aber das ist nicht der Aspekt, der uns
dann vor der Strommangellage retten wird. Und jetzt wird sicher jemand das Argument bringen, aber auch das Kleine summiert sich auf. Bin ich einverstanden, aber am Schluss müssen wir uns einfach auch überlegen, können wir Dinge, und dann, ich weiß nicht, haben Sie das gesagt oder jemand anders, machen, die uns wehtun, Verhaltensänderungen. Also brauche ich zwei Autos, wenn es eine Familie mit vier Personen ist? Wie oft fliegen wir in die Ferien? Und das sind dann Dinge, da kommt es dann darauf an, auf was will ich verzichten? Und es ist klar, das ist dann die Seite in der Schweiz, auf was verzichten wir? Aber dann hören wir ja auch oft, ja, die Entwicklungsländer sollen nicht die gleichen Fehler machen wie wir. Aber was heißt das dann, dass wir quasi sagen, ja, aber ihr müsst dort stehen bleiben, wo ihr seid, damit wir dann global einigermaßen rauskommen? Oder was ist ein Entwicklungsland? Also ich meine, in der UNO ist China, Indien, die werden eigentlich immer noch als Entwicklungsländer betrachtet. Und das hat dann schon auch einen Vorteil, was das bedeutet, zu was man sich verpflichten muss. Und das sind wieder, also es gibt wirklich keine Patentlösung, sondern wir müssen das für uns als Gesellschaft abmachen und auch als Individuum. Also Sie könnten auch auf Fleisch verzichten. Aber wiederum, es kommt dann auch darauf an, was Sie sonst noch alles machen. Also wenn Sie einfach jeden Monat dann noch einmal nach New York fliegen zum Shoppen, dann nützt es Ihnen auch nicht so viel, wenn Sie vegan leben. Also ich denke, das wird natürlich alles hinter verschlossenen Türen schon auch angeschaut. Und ich meine, man kann auch nicht einfach dann sagen, egal ob jetzt Elektrizität oder Gas, wir kappen jetzt einfach mal an der Landesgrenze. Aber nur schon, wenn sie vom Markt ausgeschlossen sind, dann ist das nicht so lustig. Und ja, wir können auch nicht einfach reduzieren. Also wir sind natürlich ein demokratisches Land und wollen uns nicht gleich verhalten wie der Herr Putin. Ja, da machen wir viel mehr als, sage ich mal, noch vor 5 oder 10 Jahren. Also es fängt an, dass wir eine viel professionellere Kommunikationsabteilung machen, die all diese Aktivitäten koordiniert, uns teilweise auch sehr stark einbindet. Also gerade jetzt, was da passiert ist mit Nord Stream und so, das hat mich ein paar Arbeitstage gekostet, um mit Medien darüber zu sprechen. Wir haben auch von unseren Auftraggebern, Bundesämter und andere einen stark erhöhten Druck, dass wir nicht nur Wissenschaft im Elfenbeinturm machen, sondern es wird wirklich auch erwartet, dass wir die Resultate kommunizieren in einer möglichst verständlichen Form. Wir haben auch Publikationen, die wirklich für die Öffentlichkeit gedacht sind. Also das ist ja eigentlich für einen Wissenschaftler ist das immer eine Gratwanderung. Also eigentlich möchte man ja in wissenschaftlichen Zeitschriften publizieren, weil das ist ja wie die Champions League gewinnen. Aber man muss natürlich dann auch andere Dinge machen, weil man hat ja schließlich, man hat öffentliche Gelder, die man hier verbraucht. Am PSI selber, wir haben ein Besucherzentrum, wir haben gerade vor ein paar Wochen Tag der offenen Tür gehabt mit 15.000 Besuchern. Wir machen in verschiedenen Projekten immer wieder auch Workshops mit Entscheidungsträgern, mit NGOs, also Industrie, wirklich versuchen, alle mit einzubinden. Und ja, ich meine, das ist das, was wir tun können. Wir können aufklären, wir können zeigen, was die Fakten sind, aber die Entscheidungen, die werden dann natürlich am Schluss immer noch von der Politik getroffen. Und Sie haben das sehr richtig gesagt. Also im Energiebereich, da haben alle eine Meinung. Und die muss dann nicht unbedingt faktenbasiert sein. Aber wenn man laut genug schreit im Bundeshaus, dann kann man damit natürlich unter Umständen trotzdem erfolgreich sein. Vielen Dank nochmals für den Vortrag und die ausführliche Beantwortung der Fragen.
ein kurzer Ausblick. Nächsten Sonntag begrüßen wir Sie gerne in der alten Kaserne zum Thema Aliens, Exoplaneten und Astrobiologie. Dr. Daniel Angerhausen von der ETH wird Sie in die Astrobiologie einführen. Moderieren wird Peter Lipphuner und Parkplätze für Raumkreuzer wird es keine geben. Im neuen Jahr dann gilt unser erster Vortrag am 13. Januar dem Bartgeier. Dr. David Jenny berichtet über die erfolgreiche Wiederansiedlung und über ein verändertes Naturverständnis. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und kommen Sie gut heim.